Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Gameboy Time am heutigen Dienstag. Ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage sehr gut überstanden. Ich habe es auf jeden Fall, was man wahrscheinlich so ein bisschen an mir sehen kann, aber trotzdem, ich wünsche euch nochmal nachträglich frohe Ostern und ich hoffe, ihr hattet auch dicke Eier. Heute gibt es mal wieder wie alle 5 Wochen, kann man so sagen, bei Gameboy Time. Im ersten Falle sage ich mal so viel für die, die Gameboy Time nicht kennen. Das ist ein kleines Retro-Magazin, immer dienstags hier auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/derchotv oder auf unserer Homepage derchotv.de. Jeden Dienstag präsentieren wir nämlich hier verschiedene Retro-Spiele aus dem, von dem Game Boy für den Nintendo. Und jede 5. Ausgabe, und damit sind wir heute auch wieder dazu hingelangt. So viel kann man dazu sagen. Also wir sind wieder dazu gekommen, dass es die 5. Sendung ist. Jede 5. Sendung beschäftigt sich mit einem Hardware-Thema. Bedeutet, wir kümmern uns nicht um die weiche Ware, sondern um die harte Ware des Gameboys. Wir sind den Gameboy schon komplett durchgegangen, von dem ersten bis zum letzten Gameboy, und sind weiterhin natürlich auch bei uns mit den Konkurrenten des Gameboys beschäftigt. Heute ein Konkurrent, der wiederum mehr drauf hatte als auch der Gameboy an sich. Einerseits, weil es nämlich ein mobiles Telefon war. Jetzt kommen wir nicht zum iPhone oder so. Nein, 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 wir kommen zum Nokia N-Gage. Ja, das Nokia N-Gage, das ist ein Handy, wo man mit spielen kann. Und es hat Anfang der 2000er ja auch ein bisschen gedauert, bis man ja halt mit den Handys langsam anfangen konnte, Spiele zu spielen. Also klar auch, dass das Handy, was für Spiele hatte man auf dem Handy? Snake zum Beispiel. Snake, das bekannteste Handyspiel überhaupt, wenn man ein Nokia-Handy besessen hat. Und Nokia ist ja dann auch einen Schritt weiter gegangen und hat man dann einfach mal die Möglichkeit gebracht, dann das Handy und eine mobile Spielekonsole in einem zu verbinden. Das ist daraus das N-Gage geworden. Es bietet natürlich halt auch viele andere Funktionen, was damals schon revolutionär war, wie zum Beispiel eine Multiplayer-Funktion, Internet sogar und auch eine PDA-Funktion. Und trotz der großen Aufmerksamkeit vor der Veröffentlichung war das N-Gage an sich nicht so erfolgreich, denn die meisten Spieler machten ja die Vergleiche mit dem Game Boy Advance, zum Beispiel mit den geringen Spielen und mit dem hohen Preis, nämlich auch dafür verantwortlich. Also das N-Gage konnte sich nicht so gut verkaufen, wie man es halt machen konnte. Das N-Gage an sich, wir schauen uns nochmal das Bild von der ersten Generation an, hier haben wir es nämlich zu sehen, ist nämlich 35x41mm groß mit dem Bildschirm zum Beispiel, also 2,1 Zoll. 176x208 Pixel mit 4096 Farben. Das Betriebssystem, was verwendet wurde, damals gab es ja noch kein Android oder so, das war Symbian OS, ein Nokia-eigens, glaube ich sogar ein Nokia-eigenes Betriebssystem, was ja auf vielen Nokia-Handys auch war, selbst auch auf den ersten Touchscreens von Nokia, weswegen man ja auch zum Beispiel diese Smartphone-Welle halt mit Android und mit iOS halt auch verpennt hat. Trotzdem ist es halt auch nicht so gelaufen. Es hatte 16 Megabyte RAM, der Grafikprozessor lag bei 3,4 MB und die Speicherkarte war eine MMC-Speicherkarte mit bis zu 2 GB, also was man sich heute vorstellen kann, wenn man so eine kleine Speicherkarte zum Beispiel 2 GB hat, das ist nichts mehr für heute. Und außerdem, klar, wenn wir schon dabei sind, es ist ja neben einem neben einer mobilen Spielekonsole auch ein Telefon gewesen. Es hatte unter anderem GSM-Triband 900, 1800 und 1900 MHz möglich. Es gab ein GPRS Class 10 zum Beispiel und es hatte die Bluetooth-Version 1.1. Es hatte auch einen USB-Anschluss, einer der ersten USB-Anschlüsse überhaupt. Im Standby lief der Akku bis zu 240 Stunden. Generell aber konnte man laut Hersteller auch nur maximal bis 4 Stunden damit telefonieren und bis zu 3 Stunden maximals nur spielen. Also geradewegs nicht so viel im Vergleich zum Game Boy Advance, der zu dem Zeit auch auf dem Markt war, war das deutlich wenig. Die Besonderheiten waren auch diese, dass unter anderem Wireless Messaging möglich war, auch was ganz Besonderes. Die Java-Technologie war mit dabei, es gab einen Videoplayer von Real One,
Ein Audiorekorder sowie auch ein MP3-Player, die ersten Handys mit MP3-Player, die es dann halt auch gab, und auch eine eingebaute Spielkonsole und Radio. Das, was man heute auch von den Smartphones noch so kennt, dass da zum Beispiel ein MP3-Player mit drin ist, also ein Musikplayer und halt auch ein eingebautes Radio, das kennt man halt auch von den Handys an sich. Selbst auch noch heutzutage, also beim iPhone gibt es ja kein eingebautes Radio. Die Maße sind 57 mm mal 130 mm mal 26 mm. Es wog 130 Gramm und ist, wie schon gesagt, auch eines der besonderen Handys gewesen. Ich wollte selbst auch mal schon so ein Nokia N-Gage haben, aber hatte nie so richtig die Möglichkeit, einen zu bekommen. Man sieht es auch hier nochmal in dem Bild sehr schön, wie das N-Gage hier funktionierte. Jetzt müsst ihr euch natürlich fragen, wie hat man das N-Gage eigentlich dazu benutzt, um halt damit zu telefonieren? Ich demonstriere das mal mit meinem Handy, also jetzt quasi nur mit der Fläche her. Das ist jetzt nicht so genauso groß wie das N-Gage, wahrscheinlich schon. Du hast so gespielt, halt, wie man das halt so kennt, wenn man so mit dem Handy auch schreibt. Und du hast so mit dem Handy telefoniert. Nicht so, sondern so. Du hast das Handy so halten müssen, weil da dann halt ne Ohrmuschel quasi, also Hörer, und da unten dann halt Lautsprecher war, und du musstest es so halten, um damit zu telefonieren. Wirklich, das war halt so. Also wenn ihr euch die Vorderseite anguckt, da habt ihr keinen Lautsprecher oder halt so gefunden. Da ist halt wirklich nur das Problem gewesen, dass ihr es wirklich so am Rand halten musstet, quasi von oben, da wo ihr natürlich die Tasten, die grüne Taste für Anruf annehmen und für Rot Anruf ablehnen bzw. auflegen halt ist. Man sieht das auch sehr schön, die Tastenführung sieht man rechts natürlich die Telefontastatur, die man halt auch kannte. Links dann dagegen halt auch man kann sagen, Steuerkreuz, halt ein Gamepad. Ähnliches Steuerkreuz. Man kann aber auch sehen, dass es einzelne Funktionen zum Beispiel gab, wie zum Beispiel Musik und Radio. Also es ist auch eine sehr tolle Sache mit dem N-Gage gewesen. Ja, generell gab es aber halt auch Spiele für das Nokia N-Gage, und es waren halt auch sehr viele Spiele, zum Beispiel unter anderem halt bekannte Worms World Party gab es für das Nokia N-Gage. Es gab Brain Challenge, Dog Z, Space Impact, Kappa Base. Und auch unter anderem die Sims 2 Haustiere, also die Sims 2 Pets, die gab es unter anderem auch Brothers in Arms und, was könnte man noch sagen, Snake Subsonic, also auch wieder ein Snake-Ableger, der für das Handy, also für das N-Gage erschienen ist. Im ersten Quartal befand sich das N-Gage noch in einer ausgedehnten Beta-Phase, während ja da auch dann es auch so ein Programm gab, aber es ging ja halt auch immer weiter und weiter. Es gab ja halt auch einen Nachfolger, das N-Gage QD. Da habe ich jetzt nichts vorbereitet, deswegen schalten wir mal jetzt mal schön auf unseren Monitor, um mal zu zeigen, was ich denn da gefunden habe. Das ist nämlich das N-Gage Q. Das sah schon dann halt auch entsprechend mehr nach das war auch etwas kleiner und es sah auch deutlich anders aus. Also man sah zum Beispiel, dass so einigermaßen so ein bisschen der Schnickschnack weg war. Man sah zum Beispiel halt auch, dass oben rechts hier zum Beispiel ein Lautsprecher war. Die Tasten, die dann hier oben waren, sind hier unten gelandet. Also es hat sich vorwiegend verändert, und das N-Cage QD erschien ein Jahr später, knapp ein halbes Jahr später, also bevor überhaupt das N-Gage mal knapp ein Jahr alt war, und hatte dann auch einen Hot-Swap-Steckplatz. Damit ermöglichte man das Wechseln der Speicherkarte, Austausch der Spiele ohne Herausnehmen des Akkus. Dann konnte man wieder in der normalen Haltung telefonieren, also so, nicht so, sondern so. Das war zum Beispiel möglich. Dann offizielle Speicherkartenunterstützung von bis zu 256 MB. Vorhin waren es 128 MB nur. Und in der Praxis konnten auf beiden Modellen sogar bis zu 2 GB Speicherkarten gewählt werden. Auswahltaste und OK-Taste als separate Button und nicht nur beim Drücken des Steuerkreuzes. Es ging dann nur noch mit Dualband, nicht mehr mit Triband, was dann halt auch nicht mehr war. Der MP3-Player war ausgeblieben, das Radio war nicht mehr mit dabei, Mini-USB-Anschluss war auch nicht mehr dabei und das Display war etwas heller, also eine abgeschlackte Version der ersten Generation des N-Gages. Also es gab zum Beispiel halt auch eine Fortsetzung ursprünglich für das Nokia N-Gage, und zwar nämlich das N-Gage 2.0, die nächste Generation, Next Generation. Es wurde viel geplant, damit dann halt Nokia halt das N-Gage wieder rausbringen kann. Doch der Release verschob sich allerdings dann auch wieder auf Anfang 2008. Die Fortsetzung war dann nicht als Mobiltelefon geplant, sondern als Dienst für die verschiedenen Nokia
Also für das S60, für die S60-Geräte. Und das war eine grafische Benutzeroberfläche für Smartphones, worauf ja auch das Symbian-Betriebssystem von Nokia halt auch drauf befasst oder sich halt damit befasst. Und ja, die haben dann halt auch nicht so gedacht, hat auch nicht dann so geplant. Und es war halt auch wirklich dafür geplant. So kam es zum Beispiel für das Nokia 5320, für die Express Music Generation raus, für die Mobiltelefone, fürs Nokia E75, fürs Nokia N81 zum Beispiel und auch fürs N97. Und im ersten Quartal 2008 befand sich dann noch in einer ausgedehnten Beta-Phase und dann wurde es im April 2008 auch offiziell erhältlich. Also 2009, dann ungefähr knapp 1,5 Jahre später, wurde das Ganze dann auch wieder dicht gemacht, beziehungsweise wurde bekannt gegeben, dass man im Jahr 2010 dann das Ganze dicht gemacht hat. Neue Handys wurden ab sofort nicht mehr mit dieser N-Gage-Anwendung ausgeliefert. Aber nun kann man ja dann auch schon heutzutage auch halt, weil Nokia auch in den Android-Markt eingestiegen ist, jetzt nicht mehr durch so Nokia, denn die Handysparte von Nokia wurde ja dann paar Jährchen später an Microsoft verkauft, die ja dann mit ihren Smartphones ja was probiert haben, mit ihren Windows-Phones ebenfalls probiert haben, in den Smartphone-Markt einzusteigen mit einem eigenen OS. Hat nicht so gut geklappt. Nun baut ja Nokia derweil Android-Handys, aber man hat ja auch zum Beispiel das alte Handy wie das 3210 wieder zurückgebracht, was ich auch sehr cool finde. Und dieses Nokia, nee, 3310, habe ich 3210 gesagt, meint natürlich 3310, so viel wollte ich dazu sagen. Und wenn ihr euch sagt, okay, das N-Gage ist ja eigentlich so nicht mehr möglich, irgendwie was dazu finden zu können, beziehungsweise was dazu zu bekommen. Es gibt eine Homepage im Internet, die nennt sich npage.de, n-page.de, die befasst sich halt mit dem ganzen N-Gage. Und da sieht man halt auch die letzte News, die geschrieben wurde, ist schon auch fast 10 Jahre her. Man kann es halt so sehen, 2010. 2009 wurde die letzte News geschrieben. Ihr könnt ja aber einiges nochmal irgendwie mitbekommen, um halt auch mit euren, um vielleicht mal ein paar Infos nochmal zu sammeln, generell mit dem ganzen Kram von Engage. Oder ihr guckt einfach mal und sagt, okay, ich möchte gerne eins mal so haben, nur als Sammlerstück. Und ihr seht, wie viel hat denn das Engage eigentlich bei seiner Veröffentlichung gekostet? Das war auch richtig teuer, 300 € ungefähr, schätze ich mal. Ich habe leider so grob nach einem Preis leider nicht geguckt. Aber man sieht zum Beispiel hier bei eBay Kleinanzeigen, da gibt es auch unten den Link in der Videobeschreibung. Da sieht man es heutzutage, kostet es nur noch 60 €, wenn nicht sogar UVP 300 € fast. Also das ist schon wirklich fast nur noch ein Schnäppchen, was ihr da habt. Also zum Beispiel auch ein Portemonnaie, also auch ein bisschen Krimskrams so für das N-Gage. Und das N-Gage QD, man sieht das halt auch hier, das wird halt auch schon etwas günstiger angeboten ab 87 €. Also ihr müsst halt auch aufpassen, ob überhaupt dann nicht nur für großes Geld dann ein N-Gage kauft, was dann nicht mehr funktioniert, sondern ihr sollt auch wirklich aufpassen, dass es wirklich funktioniert. So wollte ich das halt sagen. Und nicht hier irgendwie komischen Mumpitz kauft und dann tut's das überhaupt nicht. Das wollen wir dann halt ja auch nicht unbedingt haben, ne? Da müsst ihr halt auch mal aufpassen. Es gab genug Spiele fürs N-Gage, das habe ich ja gesagt. Einige habe ich ja auch schon aufgelistet, wie zum Beispiel die Sims. Was gab es noch? Es gab sogar auch Call of Duty zum Beispiel. Es gab bestimmte FIFA-Spiele, FIFA-Soccer von 2004 bis 2009, beziehungsweise 2004, 2005, 2008 und 2009. Es gab sogar, da gucke ich mal einfach mal rein, Rayman 3 für die N-Gage-Serie, Sonic ebenfalls, was ihr auf einem der Bilder gesehen habt, Tomb Raider, Tony Hawk's Pro Skater und halt Worms World Party gab es unter anderem, aber auch X-Men Legends und X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse und das waren unter anderem Handyspiele, die halt fürs N-Gage erschienen sind. Wenn ihr auch dazu was sagen könnt und auch irgendwie ein paar Geschichten zum N-Gage habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Dafür ist die Kommentarsektion auf unserer Homepage und auch auf YouTube selbstverständlich, steht sie gern zur Verfügung. Aber auch für Vorschläge für weitere Hardware-Themen oder halt auch Spiele zum Thema Gameboy. Wir haben jetzt hier nämlich heute einen der Konkurrenten des Gameboys präsentiert, des Gameboy Advance zum Beispiel, das Nokia N-Gage. Also das N-Gage von Nokia, einem Smartphone, beziehungsweise einem Handy, muss man sagen. Smartphone ist ja damals ja noch nicht so richtig da gewesen, was halt auch
groß mit dabei war. So viel dann auch für Gameboy Time für diese Woche. Wir sind dann nächste Woche wieder da mit einem Spiel aus dem Raum, also aus dem Hause Nintendo, beziehungsweise für den Gameboy. Vorschläge, wie ich es ja schon gesagt habe, gerne in die Kommentare, aber auch gerne per E-Mail an gameboytime@derchotv.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder hier bei Gameboy Time. Bis dahin. Tschüss.